Hallo und herzlich willkommen bei der Firma Underground Racing. Heute geht es um das Tuning eines Nissan Skyline R34 GTT. Der hat serienmäßig 2,5 Liter Hubraum, einen Turbolader und, so wie die meisten japanischen Fahrzeuge aus der Zeit, die 280 PS. Aber wie geht man jetzt eigentlich am schlauesten vor, wenn man dieses Fahrzeug auf Leistung bringen will? Darum soll sich dieses Video drehen und dazu möchte ich euch einen kleinen Einblick geben, welche Komponenten wir bei so einem Projekt verbauen, wozu diese Komponenten notwendig sind oder sinnvoll sind und was man am Ende für eine Leistung erwarten kann. Wir haben jetzt hier das Fahrzeug, weiß nicht, ob man es im Hintergrund sieht. Jawohl, da ist er. Und bei diesem Fahrzeug hat der Kunde schon die ersten Schritte versucht zu machen, indem er sich ein Turbo-Kit von MPS Engineering bestellt hat, ein GTX 30, und hat dieses verbauen lassen von einem anderen Tuner. Das Ganze sollte abgestimmt werden mit einem Apexi Power FC. Man kann tatsächlich dieses Power FC auch heute noch verwenden. Man kann das auch wunderbar abstimmen. Haben wir auch schon sehr, sehr viele Fahrzeuge gemacht. Ist gar kein Thema, aber bei dem Leistungsziel und bei dem, was der Kunde in Zukunft noch vorhat, haben wir ihm grundsätzlich abgeraten, mit dem Power FC weiterzumachen. Da der Kunde ein Leistungsziel hat von irgendwann mal Richtung 500-600 PS, was auch durchaus realisierbar ist, dazu kommen wir allerdings später noch, was da noch alles notwendig ist, haben wir ihm gesagt, bevor er jetzt Geld investiert in eine Abstimmung mit dem Power FC, sollte er gleich in ein neues Steuergerät investieren, damit er dann auch alle Möglichkeiten hat, die einem heute mit einem modernen Steuergerät zur Verfügung stehen. Sei es Engine Protection, sei es Zusatzfunktionen, Sensoren, die man anschließen kann, eine vernünftige Breitbandregelung, eine vernünftige Klopfregelung, die Möglichkeit auch sich Daten zu streamen, entweder über den CAN-Bus auf ein Zusatzinstrument Entschuldigung, oder auch mittlerweile auf ein Tablet, aufs Handy, über eine OBD-Schnittstelle und so weiter. Deswegen war Schritt 1 zu sagen, wir schmeißen das Apexi Power FC raus und wechseln auf ein Link-Steuergerät, eine Link G4 Plus als Plug-and-Play-Variante. Das heißt, man hat hier eine Platine, die die Originalplatine im Steuergerätgehäuse ersetzt. Das ist auch insofern ganz nett, wenn da mal einer guckt, dann sieht er nicht sofort, oh Gott, da ist ein riesen Kabelwust und da sind irgendwelche anderen Steuergeräte an Stellen verbaut, wo sie eigentlich nicht hingehören, sondern wir haben das originale Steuergerät. Das ist auch mit der originalen Halterung genau da an dem Punkt wieder festgeschraubt, wo es auch serienmäßig schon sitzt. So, dieses Steuergerät eröffnet uns erstmal sehr, sehr, sehr viele Möglichkeiten und bietet sozusagen die Basis für alle weiteren Schritte, die wir dann noch machen. Zu einem Steuergerät gehören auch immer diverse Sensoren. Ich möchte das hier nur mal ganz kurz anreißen. Wir haben also hier einen Breitbandcontroller, in dem Fall von IM, eine X-Serie. Dann haben wir einen Sensor, den haben wir hier schon mal eingebaut. Der kommt vor die Drosselklappe und der misst die Ansauglufttemperatur. In Verbindung mit einem Ladedrucksensor können wir somit auf den Luftmassenmesser verzichten, was gerade in Kombination mit dem bereits verbauten GTX 30 sehr sinnvoll ist, weil wir so auch das volle Potenzial des Turboladers in Bezug auf die angesaugte Luftmenge ausnutzen können. Wie man hier gerade schon kurz im Bild gesehen hat, haben wir auch ein neues Blow-Off-Ventil verbaut. Das ist hier ein GFB Response Mach 2. Worum kümmern wir uns noch? Wir hatten schon gesagt, Steuergerät, Ansaugung, das heißt alles, was vor dem Turbolader stattfindet, der Luftmassenmesser fliegt raus. Dann haben wir einen neuen Ladeluftkühler, der bereits verbaute. Das war so ein ganz grausames Teil,
die Dinger, die man so für 200, 300 Euro hinterhergeworfen bekommt, leider auch sehr schlecht verbaut. Da war zum Beispiel das Rohr, was beim RB25 durch die Konstruktion der Ansaugbrücke ja immer so ein bisschen unglücklich vor dem Zahnriemen verläuft. Das war schon eingedellt. Da fehlten auch schon die ganzen Halterungen. Das heißt, das Ganze wurde nur durch diverse Kabelbinder gehalten. Das werden wir ersetzen gegen ein vernünftiges neues Ladeluftkühler-Kit. Das zeigen wir euch in einer der nächsten Folgen. Und dann kümmern wir uns auch natürlich um das Thema Auspuffanlage. Da ist von MPS zu diesem GTX 30 Kit schon ein Turboknie geliefert worden. Leider wurde das Ganze dann in Kombination mit dem originalen Hosenrohr verbaut, was natürlich dann nicht allzu viel bringt, wenn ich da einen schönen 3 Zoll Ausgang nachher habe und den dann in das originale 60, 65 mm Rohr münden lasse. Dann kann ich mir das mit dem großen Turbolader im Prinzip auch schon fast sparen. Weil das, was an Luft vorne reingeht, wir haben es ja gerade schon gesagt, wir entdrosseln da auch so ein bisschen, dass er wirklich richtig ansaugen kann, ohne irgendwelche Restriktionen durch Luftmassenmasse oder ähnliches. Und diese Luft, die er da vorne ansaugt, die will er natürlich auch hinten wieder loswerden. Das heißt, wir müssen schauen, dass die Abgasanlage möglichst Free Flow ist, wie man so schön sagt, also keine Restriktionen hat. Und dass der Durchmesser, der am Turboladerausgang anliegt, nach Möglichkeit auch nicht nochmal irgendwo auf dem Weg nach hinten verjüngt wird, sondern wenn überhaupt eher größer wird, um den Gegendruck zu verringern. Das machen wir über ein 3 Zoll Hosenrohr in Kombination mit einem 200 Zellen Metallcut und einer HKS Silent High Power Anlage. Im Moment ist zwar auch schon ein Sportauspuff montiert, einfach nur laut, kein Mittelschalldämpfer, einen ganz kleinen, ich sage immer Motorrad-Style Endschalldämpfer. Also wir haben da ein Standgeräusch gemessen von um und bei 100 dB. Damit kann man das Auto dann definitiv nicht mehr im Alltag fahren, ohne alle 5 Minuten angehalten zu werden. Die HKS Silent High Power hat einen 80 mm Querschnitt, hat Absorptionsschalldämpfer, die allerdings relativ groß sind, also die auch tatsächlich Wirkung erzeugen, also wo auch Schall tatsächlich absorbiert wird, so dass man diese Anlage ohne Silencer und ohne, dass man irgendwo zusätzlichen Gegendruck durch Verjüngungen oder durch irgendwelche anderen Tricks, um die Lautstärke zu reduzieren, fahren kann. Neben dem Thema Auspuffanlage, Ansaugung, Steuergerät, kümmern wir uns auch um das Thema Zündung. Die Originalzündung ist zwar schon grundsätzlich gar nicht schlecht. Wir haben hier eine Zündung mit Einzelzündspulen. Allerdings für hohen Ladedruck oder hohe Leistung nicht unbedingt ausgelegt und ausreichend. Deswegen bauen wir hier um auf die im Volksmund R8 Zündspulen genannten Einzelzündspulen oder Schachtzündspulen. So sehen die Teile aus. Die haben den großen Vorteil, erstmal sind sie brandneu, im Gegensatz zu den alten, die wahrscheinlich schon um die 20 Jahre runter haben. Und bei diesen Zündspulen ist es so, dass die gesamte Elektronik hier oben in diesem Kopf drin sitzt. Das heißt, ich habe hier die maximal mögliche Zündenergie. Das heißt also, auch bei hohen Ladedrücken brauche ich mir hier keine Sorgen machen, dass ich Zündaussetzer habe oder dass ich Probleme habe mit dem Zündfunken. Die Zündspulen liefern auf jeden Fall genug Power für alles, was ich da so in den Motorraum an Ladedruck reindrücke. Natürlich kombiniert mit entsprechenden Zündkerzen, die wir vom Gap her anpassen, also vom Elektrodenabstand, die auch vom Wärmegrad her auf die Leistung angepasst werden. Dazu kommen wir noch in einem späteren Video. Und das Ganze dann natürlich auch mit einem entsprechenden neuen Zündkabelbaum, sodass die ganzen alten Stecker, die in der Regel immer schon durch die Hitze und durch die Alterung brüchig geworden sind und dann auch dementsprechend schlechten Kontakt haben, ersetzt werden. Ja, neben der Zündung kümmern wir uns dann auch noch um die Klopfsensoren. Das ist hier so ein neuer Klopfsensor von Bosch Motorsport.
den wir da einbauen, der ermöglicht uns dann in Verbindung mit dem Linkssteuergerät tatsächlich eine richtige Klopfregelung, also nicht nur eine Klopferkennung, das was das Originalsteuergerät auch schon kann, sondern wir können hier wirklich genau Klopfen im Anfangsstadium erkennen und können entsprechend das Zündkennfeld vom Steuergerät regeln lassen. Ja, dann kommt natürlich noch einiges weiteres an Sensorik dazu. Wir haben einen Benzin-, Druck- und Temperatursensor, sodass wir also nicht nur mit einer statischen Dichte des Kraftstoffs fahren können, sondern wir können hier wirklich vom Steuergerät die Kraftstoffdichte berechnen lassen, sodass wir in der Verbindung mit den größeren Einspritzdüsen, die wir fahren, in dem Fall sind das Tausender Detchworks-Düsen, die wir hier verbauen, mit einem entsprechenden Benzindruckregler, mit einer entsprechenden Benzinpumpe und so weiter. Dieses gesamte System, das muss natürlich alles irgendwo aufeinander abgestimmt sein. Aber da haben wir dann überall vernünftige Daten, die wir ins Steuergerät eingeben können. Und so ist das Steuergerät am Ende in der Lage, jetzt mal ganz einfach gesprochen, sich fast selbstständig abzustimmen. Das hört sich jetzt ganz toll an. Natürlich ist es nicht so einfach. Also wir müssen da durchaus noch auf den Prüfstand und diverse Einstellungs- und Abstimmungsarbeiten vornehmen. Aber der große Vorteil ist, dadurch, dass das Steuergerät so viele Parameter kennt und auch so viel Sensorik bekommt, kann es sich, wenn sich irgendwelche Umgebungsvariablen ändern, darauf einstellen und selbstständig auch entsprechende Korrekturen vornehmen. Sodass man auch, wenn man eine etwas andere Spritqualität fährt, wenn die Außentemperaturen sich verändern, wenn sich die Höhenlage verändert, also der Umgebungsdruck, kann das Steuergerät das alles mit korrigieren, sodass das Auto eigentlich unter fast allen Bedingungen, die man so im realen Leben vorfindet, immer gleich gut fährt. Das als kurzen Überblick, um welche Themenbereiche wir uns hier bei diesem Umbau kümmern werden. Das Wichtigste, das muss man tatsächlich jetzt auch noch mal ganz eindringlich sagen, ist, wenn man so einen Umbau macht, dass man das Fahrzeug vorab einmal wirklich komplett durchcheckt. Das heißt, es bringt nichts zu sagen, Mensch, bring mir mal deinen 98er, 99er, 34er Skyline und wir bauen dir da 500 PS ein. Das ist sowieso ein bisschen gewagt. Ich weiß, dass das teilweise gemacht wird. Wir sagen, Leistungsziel für einen Serienmotor von ungefähr 400 bis 450 PS. Das wird auch hier bei uns die Grenze erstmal sein, weil in dem ersten Ausbaustep oder in der ersten Ausbaustufe der Motor selber nicht angefasst werden soll. Das kommt dann in einem späteren, zu einem späteren Zeitpunkt. Da werden dann die Kolben gemacht, dann werden die Pleuel gemacht, dann wird der Kopf bearbeitet und so weiter, die ganzen Lagerschalen etc. pp. Das wird dann alles getauscht und verstärkt. Und dann kann man auch sagen, 500 PS, 550 Richtung 600 PS, das ist dann alles möglich. Und vor allem, wir haben dadurch, dass wir jetzt schon auf die richtigen Komponenten setzen, quasi alle Voraussetzungen dafür geschaffen und brauchen da später nicht wieder irgendwelche Teile tauschen, weil irgendwas zu klein geworden ist, sondern wir werden jetzt von Anfang an schon das gesamte Setup so dimensionieren, dass man mit einem verstärkten Motor und einer entsprechenden Abstimmung sofort dann auch mehr Leistung fahren kann. Ja, einer der wichtigsten Punkte, wenn man so ein Projekt startet, ist, wie gesagt, der Vorabcheck. Das heißt, bevor ich hier überhaupt anfangen kann, muss ich mir erstmal anschauen, in welchem Zustand befindet sich das Auto, speziell natürlich die Technik. Und dazu gehört ein Kompressionstest, dazu gehört sich die Zündkerzen anzuschauen, wie ist das Verbrennungsbild, also wie läuft der Motor eigentlich so bisher. Hat er irgendwelche Probleme, hat er irgendwelche Auffälligkeiten, das heißt, ich muss eine Probefahrt machen, muss mir erstmal einen Gesamteindruck verschaffen, ist das Auto überhaupt von der Substanz her so, dass man da richtig Leistung generieren kann. Und dann schaut man sich auch an, hat der Wagen irgendwo Ölverlust, also sprich, habe ich noch irgendwelche Dichtungen, die ich eventuell mit tauschen muss. Ganz, ganz wichtig, wie sieht der Zahnriemen bei dem Fahrzeug aus, wie sehen die Keilrippenriemen aus, wie alt ist die Wasserpumpe, machen die Rollen vielleicht schon Geräusche und so weiter, weil es bringt natürlich logischerweise nichts, auf eine schlechte Basis oder mit einer schlechten Substanz hier mit dem Tuning anzufangen.
Da kommt nachher kein Ergebnis raus, was in irgendeiner Weise zufriedenstellend ist. Es kann sogar passieren, dass dann durch die erhöhte Leistung Defekte, die vielleicht jetzt noch nicht so richtig in den Vordergrund getreten sind, auf einmal ganz massiv werden und damit nicht nur das Ergebnis, was wir eigentlich erzielen wollen, gefährden, sondern sogar zu gravierenden Schäden führen. Also es erstmal einen Überblick verschaffen, erstmal eine Bestandsaufnahme zu machen und festzustellen, ob das Auto technisch in einem Zustand ist, dass ich auf diese Basis tatsächlich dann auch mit meinem Tuning aufbauen kann. Ja, das haben wir bei dem Fahrzeug natürlich schon gemacht. Was uns dabei als allererstes aufgefallen ist, ist der Zahnriemen. Und da haben wir erstmal einen riesen Schreck bekommen. Wie gesagt, zur Erinnerung, das Fahrzeug war schon mal bei einem anderen Tuner, der dort diesen Turbolader eingebaut hat und sich so ein bisschen an Abstimmung probiert hat. Und als wir dann mal den Zahnriemen uns näher angeschaut haben, haben wir den Kunden angerufen und gesagt, herzlichen Glückwunsch, du hast heute nochmal Geburtstag, denn hättest du mit diesem Auto Kilometer gemacht und dann auch tatsächlich, wenn es geklappt hätte mit Leistung, dann wäre das nächste, was passiert wäre, ein Zahnriemenabriss und damit ein kapitaler Motorschaden. Das ist also wirklich, man muss leider so sagen, fast schon unverantwortlich, ohne solche grundlegenden Dinge zu prüfen, hier irgendwas zu verbauen, überhaupt irgendwie anzufangen mit Tuning, solange diese Basics nicht passen. Ich zeige euch mal den Zahnriemen, damit ihr seht, was ich meine. So, ich hoffe, man kann es hier auf der Kamera gut erkennen. Ja, so sah der Zahnriemen bei dem Fahrzeug aus. Das hat man relativ schnell gesehen, indem man einfach mal vorne die Abdeckung abmacht und da reinschaut. Da muss man also noch nicht mal unbedingt großartig für irgendwas können. Ja, da muss man einfach nur die Augen aufmachen und dann sieht man schon, dass der Zahnriemen ist hier also wirklich mehr als hinter sich hat. Das endet auf jeden Fall in einem Motorschaden. Das ist ganz klar. So, dann haben wir uns natürlich auch die Rollen angeschaut. Das ist hier so eine alte Rolle. Und wenn man diese Rolle einmal dreht, dann hört man also da schon, wie innen drin die Kugeln am Mahlen sind. Das heißt also, die Rollen haben wahrscheinlich auch beim Lauf schon Geräusche gemacht. Das hört man natürlich, wenn man so einen lauten Auspuff hat und wenn auch der ganze Motor natürlich insgesamt recht laut ist, dann nur, wenn man wirklich genau hinhört. Aber auch diese Rollen werden über kurz oder lang entweder auseinandergeflogen oder sie werden irgendwann, was wahrscheinlicher ist, was eher passiert, sie werden irgendwann einfach festgegangen. Das heißt, sie hätten sich nicht mehr gedreht und wenn das passiert, dann rutscht der Zahnriemen da ein paar Mal drüber, wird richtig schön heiß und reißt dann auch einfach ab. Dann kann der Zahnriemen auch neu sein, dann ist alles zu Ende. Dementsprechend Zahnriemen einmal neu, Rollen neu und wenn man da schon dabei ist, ganz, ganz wichtig, nicht auf die Idee kommen, ja gut, jetzt mache ich den Zahnriemen, den habe ich jetzt gesehen, der muss ja neu, sondern dann bitte auch, wie gesagt, die Rollen tauschen und auch unbedingt die Wasserpumpe. Es ist nämlich ein Riesenaufwand, die Wasserpumpe zu tauschen. Man muss dazu definitiv den Zahnriemen abnehmen. Das heißt, wenn ich mir einmal schon diese Arbeit mache und den Zahnriemen tausche, bitte, liebe Leute, investiert noch die 100 oder 200 Euro oder je nachdem, für was für eine Wasserpumpe ihr euch entscheidet. Wir haben jetzt hier bei diesem Projekt eine N1-Pumpe genommen. Die hat noch eine etwas höhere Förderleistung durch eine andere Schaufelgeometrie. Sollte eigentlich Standard sein, haben wir aber leider schon oft gesehen, dass dann gesagt wurde, ja, der Zahnriemen ist gerade gemacht worden. Und dann sagst du ja, und was ist mit der Wasserpumpe? Ja, nee, die haben wir nicht getauscht. So, das ist halt dann doof. Ja, was viele auch immer vergessen, Wasserpumpe, Zahnriemen, alles schön und gut, aber das Thermostat sollte man durchaus auch mal mittauschen, sollte eigentlich auch Standard sein. Also wenn ich die Wasserpumpe mache, klar gehört das Thermostat irgendwo mit zum Kühlkreislauf dazu. Und auch da kann es sein, dass das irgendwann mal fest ist, beziehungsweise dass es nicht mehr so
öffnet und schließt, wie es eigentlich soll. Das Teil ist relativ günstig. Wir haben jetzt hier für das Projekt ein 76 Grad Thermostat gewählt, also ein Thermostat, was etwas früher aufmacht, aber das ist auch wieder nur nice to have. Wichtig ist, dass man auf jeden Fall im Zuge dieser ganzen Überholungsmaßnahmen das Thermostat auf jeden Fall mal mitwechselt und nicht denkt, ja, das lasse ich mal drin, das wird schon alles halten, denn dann genau passiert es nämlich bei der ersten Fahrt. Das Thermostat öffnet aus irgendwelchen Gründen nicht mehr und überhitzt. Also Thermostat bitte auch mittauschen. Und, wo wir gerade schon dabei sind, auch den Spritfilter. Wird auch immer gerne vergessen, Spritfilter, weil Luftfilter und solche Geschichten, das haben immer alle auf der Uhr. Den sieht man, der ist präsent, alles klar, Luftfilter muss ich mal machen. Aber Spritfilter, ja, da denken auch viele nicht dran. Wir haben jetzt hier einen Spritfilter, man sieht schon, der ist relativ groß, der ist von der Firma Sytec Motorsport und der hat gegenüber dem Originalfilter den Vorteil, er hat fast die doppelte Kapazität. Das heißt, ich halte hier sehr viel Sprit in dem Filter vor und je nach Drosselklappenstellung fordern ja die Einspritzdüsen unterschiedliche Mengen Sprit ab. Also bin ich jetzt nur am Cruisen, fahren die Einspritzdüsen ja nur mit einer relativ geringen Taktung, also es wird relativ wenig Sprit vorne benötigt. Das meiste wird über die Rücklaufleitung wieder zurückgeführt in den Tank. Wenn ich jetzt abrupt Gas gebe, da habe ich dann über diesen größeren Benzinfilter quasi nochmal so ein kleines bisschen mehr Sicherheit, dass der Sprit wirklich schon vorne direkt in der Nähe der Einspritzdüsen ansteht. Also ist ein sinnvolles Upgrade, kann ich durchaus jedem empfehlen. Wenn man den Spritfilter schon mal tauscht, was man auf jeden Fall bei so einem alten Auto mal machen sollte, egal ob man jetzt tuned oder ob man Leistung steigert oder nicht, dann doch bitte gleich auf diesen größeren wechseln. Kann auf jeden Fall, egal bei welchem Setup, nicht schaden. Ist so ein kleiner Trick aus der Praxis. Ja, und wir haben es ja schon erwähnt, wir sind am Zündsystem bei. Wir bauen auf Einzelzündspulen NGK um, um da mehr Zündenergie zu haben. Und da kommt noch ein weiteres Thema ins Spiel, und zwar der geliebte Nissan CAS-Sensor. Der eine oder andere, der sich mit dem Fahrzeug und mit dem Motor schon mal beschäftigt hat, der kennt ihn vielleicht. So sieht der originale Nissan CAS-Sensor aus. Bei den 34er Modellen hat er hier vorne so eine Plastikkappe. Bei den älteren 32er, 33er Modellen ist das noch eine Metallkappe. Aber grundsätzlich ist die Funktion die gleiche. Das Teil hier greift in die Nockenwelle rein, dreht sich und darüber ermittelt dann das Steuergerät die Position der Nockenwelle bzw. des Motors und weiß, zu welchem Zeitpunkt muss ich jetzt eigentlich zünden, zu welchem Zeitpunkt muss ich einspritzen und so weiter. Wenn der Sensor nicht funktioniert oder Probleme macht, dann äußert sich das so, dass der Wagen entweder gar nicht anspringt oder dass er einfach mal spontan ausgeht oder dass er einfach sehr schlecht läuft, weil er dann nicht genau weiß, wann muss ich eigentlich zünden, wann muss ich einspritzen und dann macht er es entweder gar nicht oder halt irgendwann und dann kommt es zu Fehlzündungen, dann kommt es zu Zündaussetzern und das ist das, was wir nicht haben wollen, aber was leider viele Skyline-Fahrer schon erlebt haben. So, nun sind diese Teile neu, kaum noch zu bekommen, gebraucht, super teuer, im Nachbau eigentlich so gut wie auch nicht vorhanden. Also ich habe noch keinen vernünftigen, brauchbaren Nachbau von diesem Teil gesehen. Und technisch auch, muss man ehrlicherweise sagen, einfach überholt. Also es gibt heute andere Systeme, es gibt bessere Systeme, die dieses Teil hier ersetzen können, wo ich nachher auch ein viel besseres Ergebnis habe, also einen ruhigeren Motorlauf, besseres Ansprechverhalten, gerade auch im hohen Drehzahlbereich kann ich den Wagen sauberer abstimmen, das Auto läuft entsprechend sauberer und deswegen tauschen wir mittlerweile diese CAS-Sensoren eigentlich pauschal gegen einen neuen Sensor, der dann so aussieht. Ich habe hier vorne so ein Rad. Da sind entsprechend Markierungen drauf und das Ganze kombiniere ich dann mit so einem Sensor. Der Sensor sitzt hier so vor der Scheibe, die dreht sich mit der Nockenwelle und kann dann damit dem Steuergerät
die Position der Nockenwelle verraten. Das Ganze gibt es dann hier mit so einer schönen Abdeckplatte. Das heißt, der Sensor wird hier vorne reingeschraubt. Der Stecker hier passt auf den Originalstecker drauf. Das heißt, ich kann das Ding ganz einfach austauschen. Originalen Kassensor raus, das System hier rein. Das Teil wird am Nockenwellenrad festgeschraubt, ist auch kompatibel mit allen möglichen einstellbaren Nockenwellenrädern. Wenn ich also so ein schönes HKS-Rad da habe, um meine schärferen Nockenwellen nochmal richtig fein zu justieren, dann kann ich das auch verwenden. Und dann habe ich ein neues Trägersystem, also nicht zu vergleichen mit diesem Teil, das kann auf den Schrott. Ja, das war jetzt einmal schon mal so ein recht großer Überblick über das, was wir hier vorhaben, über das, was man so grundsätzlich machen kann. Und ich werde in den späteren Videos nochmal auf die einzelnen Bereiche, also sprich Ansaugung, Abgasanlage, das ganze Steuergerätsystem, Ladeluftkühler, Turbolader, nachher auch dann die Abstimmung des ganzen Fahrzeugs näher eingehen und auch nochmal die einzelnen Komponenten näher erklären. Aber ich hoffe, ihr habt jetzt schon mal einen Überblick bekommen, was alles zu so einem Projekt dazugehört. Wir haben uns jetzt hier, muss ich auch noch dazu sagen, natürlich nur auf das beschränkt, was wir wirklich für die Leistungssteigerung brauchen. Natürlich gehört zu so einer Leistungssteigerung auch noch eine richtige Bremsanlage, ein entsprechendes Fahrwerk, die richtigen Reifen und so weiter. Kann man dann zu einem späteren Zeitpunkt nochmal besprechen. Aber alles, was wir quasi brauchen, um aus dem RB25 Leistung zu generieren, das wollen wir hier einmal komplett durchspielen. Ja, wollen euch mitnehmen auf diese Reise Richtung 400 plus PS. Ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht und wir sehen uns zu einem der nächsten Videos wieder.